in das Spiel reinzukommen jetzt. Und jetzt auch mit ihrem Block im Angriff drücken. Und Glück gehabt, die Unsicherheit bei Hilper. Zeitspiel angezeigt, natürlich. Es passiert ja nichts. Kühne mit dem Wurf. Es gibt den Freiwurf. Und jetzt muss man stellen hier. Und der Blick auf Kühne muss versuchen, kriegt er nochmals den Freiwurf. Nein, das ist natürlich Hilper. Kühne steht natürlich hier vorne. Jemand Zeck und der Treffer. Ganz wichtig. Das zeigt Luda aus, dass sie Verantwortung übernimmt und in solchen Situationen eben auch erfolgreich ist. Ne? So, und jetzt sehen wir die Reaktion. Auf Wismarer Seite eine 4-0-2-Deckung. Göll und so wie denkt und nimmt man aus dem Spiel. Und dann hat man einen Torwart, der hält. In dem Fall Justin Steiner. So frei, darf Marie Bohle dann natürlich aber auch nicht zum Wurf kommen. In der Tat, das ist einfach zu auspacken, da müssen wir uns einfach befleißigen zu unterbinden und auch früher querzustellen. Trotzdem jetzt natürlich die Möglichkeit für Wismar hier auf drei Treffer wieder ranzukommen. Aber Wiener wirkt das relativ einfallslos. Die Spreefuchse rücken rechtzeitig raus. Das Kreisatzspiel wird durch einen Fuß verändert. Und der Ball fällt dann rein, ja. Kühne mit dem Treffer. Ja, Glück gehört auch dazu und das haben wir in diesem konkreten Fall gehabt. Aber jetzt sind wir wieder nicht aufmerksam und das ist einfach zu einfach. Alexandra Sobedenko, Treffer Nummer 8 für sie heute. 20-16. Die schöne Arbeit, das Glück, was sie da bekommen haben, gleich wieder hergeschenkt. Der Vielleicht probiert gerade, aber es sieht nicht so wirklich strukturiert aus, was die Wismaranerinnen da machen. Und Kühne verliert den Ball. Hat sich da wehgetan. Und der Pass auf Göll zu hoch. Geht ins Aus. Und auch wenn es da Beschwerden gibt. Den Angriff muss natürlich ausspielen lassen. Ja, das ist völlig regelkonform. Da braucht man gar keine Suppe reinbrießen. Hat sie scheinbar was auf die Hand gekriegt. Und wir hoffen, dass es für sie gleich weitergeht. Ja. Steht auf jeden Fall wieder. Und es geht weiter für Franka Kühne. Ein neuer Anlauf für Wismar hier auf drei Tore zu verkürzen. Ja, die Deckung schiebt sehr schnell, sehr aktiv zusammen. Ganz schwierig, also da muss man wirklich ganz aufmerksam und konsequent durchziehen, wenn denn überhaupt. Ja, es war schön. Wir sehen gerade auch offensiv verschieben, die Berlinerin. Das sind allerhöchste Handball hier. Ja, Matzek, Hippler. Ja, schön noch geholt an der Außenseite. Ja, Matzek. Und der Fehlpass. Das ist sehr konsequent vom Schiedsrichter, finde ich gut. Beide Seiten gleichmäßig behandeln, das fordern wir und das wird hier auch dokumentiert. Ja, das ist der Fehler kurz für die Zuschauer zu erklären, was war da gerade los?
doppelt geprellt, also gespielt und dann nochmal geprellt. Also insofern doppelt der Ball frei. Ja, konsequent gepfiffen, dreht. Dann machen sie die Lücke auf und machen die Spielerin zu, die Anspielstation zu. Dann in der Seite, Jemacek, das Kreisanspiel und Stürmerfoul entschieden. Ja, das glaube ich, konnte er nun einmal alle wenigsten sehen, weil er mit dem Rücken zu der Sache stand. Ja, dann sind wir Deko mal freigesperrt und jetzt gibt es 2 Minuten. Gegen Jemacek. Ja, jetzt müssen wir ruhig bleiben und den Kopf oben behalten und auf jeden Fall nicht die Schiedsrichter gegen uns aufbauen. Das ist ganz wesentlich und wichtig. Ja, die dritte. Unterzahl für die TSG Wismar. Noch keine 2 Minuten Strafe auf Seite der Füchse. Und das war klasse gespielt von der Bedenkung. Annika Hartinger mit ihrem 2. Treffer in diesem Spiel. Aber schön eingeleitet von Sibidenko, die den Pass heraus zu sieben spielt. Mit dem Schulz hat dich in der Abwehr. Kühne Hebler steigt auf Tor. Schönes Tor. Da waren alle auf Kühne gefasst und Hebler macht den Treffer. 21:17. Freiwurf für die Füchse. Und die Zuschauer sind natürlich auch da. Sind wir Denko? Und der ist vorbei. Da war nichts, sagen die Schiedsrichter. Unglück für Wismar. Und mit nur 3 Sekunden Unterzahl. Bisher sind sie hier gut überstanden. Foul von Dreves. Ja, das ist einfach zu leicht, glaube ich. Da muss man ein bisschen aufmerksamer die Dinge machen. Jetzt mal wieder komplett rüber. 2 Minuten dazu. Arg gefährdet, glaube ich. Und da gibt es noch 2 Minuten für Kühne in der. Ja, 22:17 erzielt unsere 23 Juliane. Ja, da war man gerade wieder voll und dann dezimiert man sich wieder selber. Da muss man auch in der Entscheidungsfindung, was für Mittel wende ich nur an, halte ich von hinten klein wenig zurückhaltend angehen, wenn ich schon gefährdet bin mit einer 2-Minuten-Strafe. Ja, in dem Fall war es sogar schon eine 2-Minuten-Strafe, das ist die 2. 2-Minuten-Strafe für Franka Kühne. Und man entscheidet sich jetzt hier wieder mit Kreis zu spielen. Hebler verliert da fast den Ball. Hat sie Glück. Steigt er hoch. Schrittfehler. Und Göll. Raus auf Hartinger und die trifft. Für die Bremenfüchse. Ja, jetzt müssen wir wirklich darauf achten, dass wir nicht noch untergehen, also in einem Debakel-Ergebnis hier aufkommen lassen. Das verteidigen die Füchse aber auch sehr gut hier. Ja, sie sind eine bewegliche, gute Mannschaft, das wissen wir, und trotzdem darf man sich jetzt nicht untergehen. Wir sind ja auch eine gute Mannschaft.
jeweils bis hierher gewesen. Und Dippler scheitert an der Hand. Und es geht schnell ab. Und Hartinger erneut erfolgreich. Jetzt wird der Treffer im Spiel. Und 24-17 und jetzt ist Schwerin gleich wieder voll. Die erste Unterteilung gut überstanden, die zweite dann nicht mehr. Ja, aber ich denke mir, wir haben uns mit Sicherheit vorgenommen, die zweite Halbzeit das Ergebnis besser zu gestalten. Das ist nicht gelungen. Insofern ist hier schon eine gewisse Vorentscheidung erkennbar. Na jetzt bleibt Dreves draußen, Lars kommt und Himmler holt. Aber auch hier muss eine 2-Minuten-Strafe folgen, denn sie ist frei durch und auf beiden Seiten sollte man gleichmäßig handeln. Und es gibt gelbe Karte gegen Sebredenko und 7 Meter für die TSG Wismar. Hier haben wir es. Der erste war drin, der zweite auch. Treffer Nummer 5. 24-18, aber mal gucken, ob jetzt damit die Aufholjagd eingeleitet wird. 20 Minuten haben wir noch. Oh, No-Look-Pass. Und gehalten von Justin Steiner und es gibt 7 Meter. Dritter 7 Meter für die Spreefüchse. Sobredenko wieder. Sobredenko gegen Justin Steiner. Und er ist sicher. Sobredenko. Ja. 25-28. Kühne, Tor. Jetzt klappt das, was in der ersten Halbzeit am Anfang so gut geklappt hat. Die Würfe über den Block, den Torwart in die falsche Ecke schicken. Aber zunächst müssen wir erstmal die Deckung wieder ordnen und den Angriff wirklich konsequent unterbinden, damit wir erstmal wieder ein bisschen Ruhe und Ordnung reinkriegen. Und dann kann man sich vorne wieder besser konzentrieren. Na, 25-19 stellt hier für die Spreefüchse.